Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Le Schön, Ihre Bank, Münchner Bank. Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich hier direkt vom Marienplatz aus, das schöne Rathaus. Und ja, heute gehe ich spazieren mit Nathalie Schmidt. Guten Morgen, Frau Schmidt. Guten Morgen. Der Gattin des Spitzenkandidaten der OB-Kandidatur der CSU München. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn wir so in unserer schönen Münchner Stadt so vorm Rathaus stehen? Das ist ein schönes Gefühl. Also für mich ist ja München die allerschönste Stadt der Welt und gerade der Marienplatz, das Herzstück Münchens, ist immer großartig, immer toll. Und auch das Rathaus, eine einzigartige Architektur und ich finde es wunderschön. Und auch wenn man tausendmal hier schon vorbeigelaufen ist und als Münchner läuft man meistens vorbei, ohne hochzuschauen, dann ist es immer wieder toll und beeindruckend, wenn man sich mal die Zeit nimmt, direkt hinzuschauen. Ja. Ich verrate Ihnen mal so ein kleines Geheimnis. Wenn Sie mal da ganz oben rauf blicken, auf dieses schöne gelbe Haus, so die oberste Etage, dort residierte meine Großmutter. Ah. Und ich bin hier aufgewachsen am Marienplatz. Ja, das war immer mein Schulweg. Ja. Und darum habe ich da natürlich immer live zuschauen können beim Glockenspiel. Und natürlich gab es früher noch hier der Nachtwächter, da war auch noch ein Glockenspiel am Eck. Und darum schlagt das Herz natürlich, glaube ich, bei uns beiden ganz fest für München. Gell? Das glaube ich. Wenn wir dann einmal darauf schauen, hier ganz links, da sitzt der OB von München. Ja, im zweiten Stock, gell? Nein, im ersten. Im ersten sitzt er. Ja. Und man muss ja mal sagen, die Kandidatur, die Jahre, die Ude gemacht hat, hat er also schon viel für München getan. Das stimmt. Ja? Ja. Wie sehen Sie das auch so? Gell? Ja, das stimmt. Das kann man gar nicht verleugnen. Ja. Und, also war auch durchaus beliebt. Aber ich finde schon auch, dass man jetzt schon merkt, dass es jetzt seine letzte Amtszeit einfach war und die letzten Jahre nicht mehr so viel passiert ist. Aber egal, welcher Kandidat nun OB wird von München, also er übernimmt ja im Grunde ein geordnetes Haus, was ja auch schon mal gute Startbedingungen sind. Oder sehen Sie es anders? Oder wissen Sie mehr? Also, das wissen Sie jetzt gern, gell? Es ist bestimmt nicht alles schlecht, was jetzt in dieser Stadt so passiert und auch wie die Stadt aufgestellt ist. Ich glaube aber, dass es immer so ist, wenn mal jahrelang immer die gleiche Verwaltung, die gleiche Regierung geherrscht hat, dass da auch so teilweise Betriebsblindheit entsteht. Ich vergleiche das immer damit, wenn man in eine neue Wohnung einzieht, dann legt man einen Drum in der Küche, vielleicht an einen Ort, da liegt es dann mal, ohne zu überlegen, liegt es da richtig oder nicht, aber es bleibt da liegen, weil man ist einfach gewohnt und es stört nicht und es ist schon in Ordnung und da liegt es dann. Wenn jetzt jemand anders den Blick drauf hat, würde er sich denken, warum liegt denn das Teil? Das wäre ja woanders ganz viel besser aufgehoben. Mhm. Und ich glaube, man kann da den Überschlag schon auch bilden zur Stadtregierung oder zu einer Verwaltung, in der vieles eingefahren ist und vielleicht durch einen Verrücken kleiner Bausteine sich sehr viel mehr zum Positiven verändert. Man muss gar nicht so viel verändern, aber es gibt dann wieder einen neuen Drive und einen neuen Schwung. 2014 ist ja ein ganz spannendes Jahr für die Familie Schmidt. Sie feiern Ihren runden 30. Danke. Und Sie haben einen runden Geburtstag und am 16. März ist es soweit, also in gut 2 Wochen. Beschreiben Sie doch mal so die letzten Monate des Wahlkampfs. Ich meine, was hat Nathalie Schmidt? Ich meine, Sie haben 2 wunderbare Kinder, Sie haben Familie, Sie haben auch letztes Jahr noch gekämpft um Ihren Vater. Haben also wirklich viel getan und leider hat man den Kampf verloren. Ja, also gerade der Verlust meines Vaters letztes Jahr im Oktober, das war schon ein großer Einschnitt in mein Leben. Aber auch die Zeit davor, also die Krebserkrankung, wenn man Menschen, das immer ein Vorbild war, die man immer als große Vaterfigur auch da stehen hatte, dass er auch definitiv war. Aber dann so mit ansehen muss, wie ein Mensch so verliert und das ist ganz hart.
Also man merkt, immer muss man auch, weniger wird. Die Trauer muss man auch noch lange mit sich tragen. Das ist ja, es muss die Trauer lange in sich tragen, aber es ist auch, für einen selber einfach ein, eine gute Situation, vielleicht kann man es so nennen, auch nochmal selber über das eigene Leben nachzudenken. Lebe ich wirklich jeden Tag bewusst? Wenn man so einen geliebten Menschen verliert und sieht, wie er den Kampf einfach verliert, muss man sich schon denken, wie lebe ich mein Leben? Lebe ich wirklich jeden Tag so, dass es mein letzter in Gesundheit sein könnte oder so? Und das ging damals so schnell. Wir haben gedacht, wir haben noch alle Zeit der Welt und könnten nochmal miteinander verreisen, und das ging dann alles gar nicht mehr. Wird einem dann bewusst, wie das Leben so läuft. Und ja, wie endlich nicht, es doch wie ist. Wie endlich ja. es ist und dass man nicht alles vorher bestimmen kann aus eigener Kraft. Das geht einfach manchmal nicht. Andererseits muss ich auch sagen, der Tod, wie mein Vater dann gestorben ist, hat mich so wahnsinnig versöhnt. Ist bei uns zu Hause bei meiner Mama gestorben. Wir waren beide bei ihm, meine Mama und ich. Es war genauso, wie er sich das gewünscht hat. Und letztendlich diese letzten Stunden, Minuten haben mich dann so versöhnt. Ja, das ist doch... Und vor allen Dingen... Man bekommt ja auch dann vieles so an Seelenkraft plötzlich mit, ja, wo man sagt, plötzlich bin ich stark, ja, und plötzlich habe ich so viel auch doch noch DNA vom Vater bekommen. Ja, es ist so. Ja, definitiv. Es ist so. Und ich denke mir ganz oft, was er jetzt sagen würde, wenn er noch da wäre. Oder vielleicht schon dazu. Ja. Frau Schmidt, lassen Sie uns mal reden, wie schaut denn so ein Alltag aus von der Gattin des OB-Kandidaten der CSU? Wie geht das los? In der Früh werdet ihr ja sicherlich reden, und Sie machen natürlich auch viele Veranstaltungen mit. Ja. Wie beschreiben Sie das mal ein bisschen? Also das geht los wie immer. Das hat jetzt gar nichts unbedingt mit dem Wahlkampf zu tun. Wir holen uns in der Früh die Zeitungen aus dem Briefkasten, und dann werden die so rumgereicht. Natürlich die München-Seiten als allererstes werden erstmal gelesen. Ja. Und wird geschaut, was so passiert ist. Wir nehmen uns immer Zeit für ein gemeinsames Frühstück mit den Kindern. 7 Uhr, da muss jeder am Frühstückstisch sitzen. Das sind so unsere 20 Minuten, die wir gemeinsam am Tag verbringen. Also das ist schon länger so. Ja. Und das möchte ich einfach auch haben, dass da alle am Tisch sitzen und wir auch bewusst miteinander reden und uns auch wahrnehmen. Weil abends klappt das einfach nicht. Mhm. Und und dann geht's weiter. Dann... Muss ich meinen Sohn auf den Weg zur Schule bringen, dass er pünktlich rauskommt. Dann geht irgendwann mein Mann, dann fahre ich meine Tochter in den Kindergarten und dann fahre ich meistens in die Arbeit. Ich arbeite in Teilzeit. Das nach wie vor, also das hat sich auch durch den Wahlkampf nicht verändert. Das kriege ich auch ganz gut hin. Und und dann kommt es drauf an. Dann gibt es natürlich ein paar Termine, die ich mit meinem Mann wahrnehme, am Nachmittag oder vor allem abends. Ich schaue dann auch immer, dass die Kinder gut versorgt sind. Wir haben Gott sei Dank unsere beiden Mütter, Schwiegermutter, die auf die Kinder aufpassen. Und da fühle ich mich auch sicher oder weiß ich, dass sie gut aufgehoben sind und kann da auch guten Gewissens dann mal am Abend weg sein. Ja. Spät nach Hause kommen gehört natürlich jetzt auch dazu. Und früh aufstehen gehört auch dazu. Ja. Man muss ja sagen, Ihr Mann ist ja ein unglaublicher Kämpfer. Also er hat ja jetzt wirklich im Wahlkampf, also dieses Schmidt-Sprechen, das hat ja doch, zieht viele Termine nach sich. Ja. Er engagiert sich stark. Er hat sich, glaube ich, gut eingearbeitet, auch in die Münchner Politik. Das sind ja, sagen wir mal, 1000 oder mehr verschiedene Themen. Ja. Er ist jemand, der auch beißen kann. Ich habe das Gefühl, er wird emotionaler. Ja. Ja, und er hat natürlich jetzt den zweiten Run, ja, also ja. Sagen wir mal so fast wie die dritte Startbahn, wenn die nicht mehr kommt, ja, dann ist der Flughafen auch nicht da, also das heißt, der ist jetzt im zweiten Run. Ja. Wie geben Sie ihm Kraft? Wie schaut denn das aus? Also ich glaube, ich gebe ihm Kraft, dass er sich immer auf mich verlassen kann. Hm. Er weiß, dass ich zu ihm stehe, immer bei ihm bin, egal was passiert. Und das ist nicht abhängig davon, wie diese Kandidatur jetzt verläuft oder nicht. Also ich bin da, ich bin immer da, wenn er mich braucht, wenn er jemanden braucht zum Reden, auch wenn er eine ehrliche Meinung hören will. Die kriegt er von mir, das weiß er, das ist nicht immer angenehm für ihn. Ja. Und, aber ich versuche ihn auch zu emotionalisieren, was Sie vorhin gesagt haben. Also ich kriege in meinem Alltag ganz andere Themen mit wie er. Ja. Und da gibt es schon das ein oder andere Thema, für den ich ihn... Auch Themen für Frauen und so. Also ja. Zukunft ist weiblich. Es sind ja auch viele Wählerinnen, ja, die,
auch schon vergleichen und sagen, wer ist jetzt der bessere Münchner? Ja, es ist ja schön, beide sind ja Bayern. Ja, das ist ja doch ein bisschen spannend. Ja, das stimmt schon. Also da ist manchmal schon wichtig, so einen Tipp zu bekommen. Ja, ja. Doch, und das ist sicher auch meine Aufgabe. Ja. Also ich bin bei ihm und kämpfe da mit ihm an seiner Seite und versuche ihm die größtmögliche Unterstützung zuteilwerden zu lassen, die es nur gibt. Es gibt also, ja. Schön. Wenn wir mal so die beiden Kandidaten vergleicht, ich meine, sympathisch sind sie beide. Der eine ist natürlich, sagen wir mal, von der SPD, der andere logischerweise von der CSU. Aber die Themen, die sie ja zu bearbeiten haben, wenn der eine oder andere OB wird, sind ja fast die gleichen. Ja. Also es geht um Wohnungen, es geht um die Stadt hat immer mehr Zulauf. Also es sind ja schon Themen, die dann auch eine starke Persönlichkeit und viele, viele Entscheidungen benötigen. Ja. Das ist richtig. Also die Themen sind mit Sicherheit ähnlich. Die Ansätze sind andere. Man muss sich auch schon fragen, warum Themen so lange verschlafen worden sind von der Partei, die ja jetzt regiert, die SPD. Was sind das für Themen aus Ihrer Sicht? Zum Beispiel, was ich erlebe, sind marode Schulgebäude. Also in der Schule, an der mein Sohn ist, bei uns in Untermenzing, wenn Sie da sich die Toiletten zum Beispiel anschauen, das ist eine Katastrophe. Also ganz im Ernst. Mein Sohn trinkt in der Schule schon nichts mehr, damit er nicht auf die Toilette gehen muss. Neulich waren Sie in der Sporthalle beim Turnen und dann ist auf einmal die Glasscheibe rausgefallen. Ja? Also weil Wind einfach draußen geweht ist und starker. Das geht einfach nicht. Also man kann nicht in der reichsten Stadt Deutschlands solche Themen versäumen. Das finde ich, gar keine Worte dafür, wie man da im Prinzip auch an der Bildung und an dem Wohl unserer Kinder spart oder versäumt. Ja. Auch Thema Verkehr. Also meines Erachtens hat man das immer noch nicht so gelöst, dass wirklich alle Verkehrsmittel miteinander gut auskommen hier. Alle Wege, die man bisher gegangen ist und versucht hat, man sieht, haben jetzt nicht gerade zu einer Entlastung des Verkehrs geführt. Da könnte man ansetzen. Da hat man durchaus andere Ansatzpunkte wie jetzt der Gegenkandidat. Und ich glaube schon, dass man mal genau hinschauen muss, was jetzt so im Argen liegt und wie man das verbessern könnte. Und wenn es da einen gibt, wie mein Mann, der da mit guten Visionen und mit großem Kämpfertum da was bewegen will, dann finde ich das gut, warum nicht? Das Thema Kliniken ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja. Also ich finde, aus meiner Sicht müssten Mittel kommen, denn es ist schon traurig, wenn man so ein Krankenhaus wie Schwabing oder so einfach runterschneidet, wo ja doch Know-how ist, wo eine der besten Diabetes-Krankenhäuser der Welt ist und solche Geschichten. Da wird natürlich jetzt viel mit Rotstift gearbeitet und ob das alles richtig gestrichen wird, ist natürlich eine Frage, die sich stellt. Ja, schade, dass das jetzt so spät erst kommt und dass jetzt wirklich nur noch so traurige Maßnahmen wie Stellenkürzungen greifen können. Man hätte da schon viel früher ansetzen können. Also das Thema bewegt uns ja nicht erst seit gestern. Ja. Also es ist ja schon seit einigen Jahren klar, dass da was im Argen liegt. Und da hätte man meines Erachtens schon viel früher mal die Bremse reinhauen müssen und sich auch wirklich drum kümmern müssen. Ja. Also der Bürgermeister hätte durchaus Chancen gehabt, hier mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und sich den Fall auch mal zu seinem eigenen persönlichen Anliegen zu machen. Wobei jetzt natürlich als Aufsichtsratsvorsitzender, das finde ich schon mutig, dass er da in diese Bütt reingeht und sagt, okay, ich trage jetzt auch Verantwortung und versuche das Ganze eben einfach zu lösen. Man hätte es auch schon früher machen können, aber man muss jetzt da rein einfach. Sie sind ja gestartet, das muss man ja sagen, als in der Jungen Union, haben also so richtig auch Wahlkampf gemacht, Sie haben so richtig auch Plakate geklebt und richtig Gas gegeben. Ja. Was waren das für eine Entscheidung, warum Sie zur Jungen Union gingen? War da irgendwie ein Vorbild gerade da? Waren Sie auch so ein bisschen noch Franz Josef Strauß oder was war das? Ja, Franz Josef Strauß schon auch. Definitiv. Mein Hauptbeweggrund, überhaupt zur Jungen Union zu gehen, waren damals die Leute, die sich dafür engagiert haben. Ich habe die kennengelernt, das war eine ganz tolle, nette Clique mit jungen Leuten. Ich war damals 17, glaube ich, so in dem Dreh. Und die haben mich begeistert, auch was für Themen sie hatten. Zum Teil auch gegen die CSU, gegen die alten Herren der CSU zum Teil gewettet. Das hat mir auch gefallen, das hat mir auch Spaß gemacht, da mal neue Themen aufzugreifen, auch was die Jugend damals betraf.
das war mein Hauptbeweggrund. Und dann erst habe ich mich mit den Themen beschäftigt, die aber durchaus auch meine waren. Also ich komme auch aus einem sagen wir, konservativ geprägten Haus und bei uns war das einfach so. Ja, also wir waren so geprägt und es wäre nie eine andere Option gewesen, zu einer anderen Partei zu gehen. Sie selbst engagieren sich sehr stark für das Thema Brustkrebs. Da reden wir jetzt gleich drüber. Gerne. Ja, Frau Schmidt, jetzt riechen wir beide die guten Leberkäse. Ja. Jetzt sagen Sie wieder zu unserem München, das ist doch ein Traum. Es ist wunderschön. Ein Traum. Auch mit dem Wetter ist ein Traum. Ja, ja. Wir wollten darüber sprechen, über die Initiative Brustkrebs e.V. Es ist ein eingetragener Verein, da sind Sie seit 1989, engagieren Sie sich? Nein, 2008, genau, seit Januar 2008. Das ist Bewusstsein für Brustkrebs heißt die Initiative. Mhm. Und unser Ziel ist es eigentlich, die Aufmerksamkeit zu erregen für die Vorsorge und die Früherkennung von Brustkrebs. Weil man erkannt hat, dass ein früh erkannter Brustkrebs wirklich zu mehr als 95% geheilt werden kann. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass die Frauen regelmäßig zur Vorsorge gehen, aber auch selbst was tun. Also selbst einmal im Monat unter der Dusche die Brust abtasten, schauen, hat sich was verändert, auch mal auf sich zu schauen, auf seinen Körper. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe oder sehe ich als meine Hauptaufgabe und auch Arbeit, die Frauen dafür zu sensibilisieren. Schaut auf euch, achtet auf euch, auf euren Körper und ihr könnt selber was tun dafür. Ja? Und wenn er früh genug erkannt wird, dieser Brustkrebs, dann ist er auch wirklich sehr gut heilbar. Deswegen finde ich es auch so wahnsinnig sinnvoll, sich da zu engagieren. Wie schaut so das Engagement aus? Halten Sie da Vorträge? Gehen Sie in Kliniken? Sprechen Sie mit jungen Frauen, mit älteren Frauen? Wie sieht sowas aus? Die Hauptarbeit beschränkt sich auf den Oktober, beziehungsweise auch im Vorfeld des Oktobers in Vorbereitungen. Aber der Monat Oktober ist der Brustkrebsmonat. Ja. Man trägt die pinkfarbene Schleife, die dann im Oktober auch so verteilt wird. Wir beleuchten zum Beispiel Gebäude, berühmte Bauwerke in ganz Deutschland in pink. Wir haben schon zweimal das Münchner Rathaus beleuchtet, wir haben das Platz, wir beleuchten Stachus. Und dort verteilen wir dann auch die pinkfarbenen Schleifen und Aufklärungsmaterial, gehen auf die Frauen zu. Wir hatten auch ein Mammobil, also einen Mammografiebus vor Ort. Wo Ärzte drin waren wir haben Frauen spontan gefragt, die zwischen 50 und 70 Jahren alt waren, wenn sie in den letzten beiden Jahren keine Mammografie hatten, ob sie jetzt eine Mammografie machen wollen. War das kostenfrei? Das war kostenfrei, das übernimmt die Krankenkasse auch alle zwei Jahre, eben in diesem Alterszeitraum der Frauen. Und haben die Frauen einfach angesprochen, sensibilisiert dafür, für dieses Thema. Und so eine Straßengeschichte macht mir am meisten Spaß, direkt mit den Leuten auch in Kontakt zu treten, auch den Leuten zu vermitteln, sie können für sich selber was tun. Sie sprechen die Damen dann auch an? Und das ist ganz interessant, auch was für Meinungen da zurückkommen. Wie sind die zum Beispiel, die Meinung? Also die meisten sind sehr dankbar, dass man sie darüber aufklärt, was man tun kann, was man machen kann, dass man auch keine Angst haben braucht, wenn man mal eine Veränderung festgestellt hat. Es gibt auch viele Frauen, die stellen eine Veränderung fest und haben aber dann einfach Angst, zum Arzt zu gehen und warten damit sogar ein Jahr, bis sie sich trauen, zum Arzt zu gehen, was völlig verrückt ist. Ja? Also das kann ich auch selber gar nicht nachvollziehen. Es gibt aber auch Frauen, die sagen, ich möchte mich mit dem Thema gar nicht beschäftigen, dann kriege ich es auch nicht. Wenn ich mich nicht damit belaste und beschäftige, dann passiert es auch nicht. Umgekehrt, wenn ich es tue, dann fällt es mich an, was ein völliger Schmarrn ist. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und viele Frauen werden dann auch aufmerksam und sagen, oh Gott, warum ist das Rathaus jetzt heute in pink oder der Stachus? Was ist da los? Und sowas gefällt mir, ja, wenn man damit die Leute einfach wachrütteln kann. Und man tut ja was Gutes. Man rettet ja zum Teil auch Menschenleben. Genau. Ja, also. Oder die Frauen, die wir eingeladen haben zur Mammografie, eingeladen in Anführungsstrichen, die waren auch dankbar, weil die hätten jetzt das verschlafen, einen Termin auszumachen bei ihrem Arzt oder bei... Und erwischen Sie da auch Damen, die dann wirklich etwas haben? Ja. Also wir haben das letzte Mal tatsächlich einen Fall gehabt. Ja. Wie der jetzt ausgegangen ist, kann ich nicht sagen. Aber ich finde, so eine Aktion hat sich gelohnt, wenn man auch nur eine Frau und damit das Leben retten kann. Und das finde ich einfach schön, ja, dass man sowas damit bewirken kann.
Was ist Natalie Schmidt für ein Mensch? Gute Frage. Was bin ich für ein Mensch? Ich glaube, dass ich grundauf ein sehr positiver Mensch bin. Ich sehe alles erstmal von der guten und von der positiven Seite. Ich liebe mein Leben so, wie es ist gerade, meine Familie, meine beiden Kinder und versuche aus allem irgendwo so das Gute zu ziehen, auch wenn es mal in der Früh regnet und man muss zu Fuß irgendwo hin. Ja. Also das, glaube ich, beschreibe ich schon ganz gut. Beiß mich aber auch überall durch, wenn es sein muss. Und lieb die Menschen. Lieb es, mit Menschen zu sprechen, mit Leuten beisammen zu sein. Noch durchaus sehr gesellig. Und mag es aber auch ganz gern dann auch am Sonntagnachmittag auf der Couch zurückgezogen verbringen, mit den Kindern ein Buch anzuschauen, ein Buch zu lesen. Genauso. Ja. Sie sind, glaube ich, auch eine sehr emotionale Dame. Also ich mag mich erinnern, Ihre Rede damals zum Start der OB-Kandidatur, die hat so richtig, kann man sagen, reingehauen. Ja? Sie war von Herzen und selbst Ihr Mann wurde da überwältigt. Ja? Hat er das gewusst, dass die so spontan kommt, die Rede? Oder? Er hat schon gewusst, dass ich was sagen will und dass ich was sagen werde. Er wusste nicht, was und wie. Aber es war mir schon auch ein Anliegen, meinem Mann das in aller Öffentlichkeit zu signalisieren, dass ich hinter ihm stehe und auch ihm nochmal zu sagen, warum ich hinter ihm stehe. Weil ich einfach überzeugt bin von ihm und von dem, was er tut, weil ich ihn kenne. Und das war mir ein großes Bedürfnis, ihm das auch nochmal mitzuteilen. Er hat ja eine spannende Vita. Also die Eltern haben ja eine Metzgerei und hätten bestimmt gerne gehabt, dass der Bub, sagen wir mal, ein bayerischer Metzger wird. Ja? Aber er wurde Jurist. Nicht. Und er ging schon verhältnismäßig früh in die Politik. Ja. Und ist offensichtlich glücklich damit. Und jetzt läuft ja der Countdown. Am 16. März ist es soweit. Ja. Da sprechen wir gleich drüber. Gern. Wunderbar. Ja, Frau Schmidt, jetzt wird's ernst. Die nächsten 2 Wochen, da kommt jetzt das Finale. Das heißt, da kommen die Termine dann so im Eiltempo auf einen zu. Wie begleiten Sie da Ihren Mann? Ja? Also ich meine, das ist ja, da steigen ja die Emotionen, Adrenalin steigt, ja, weil es ist ja wirklich, egal wer es wird, ja, es ist einfach dann nur der erste Platz siegt, ja, der zweite. Natürlich. Ja. Wie werden Sie ihn da begleiten? Ich werde ihn begleiten, so dass ich immer an seiner Seite bin, wenn er das möchte, wenn das gut ist. Und ich bin ja gerne mit dabei und bin auch gerne unter die Leute und schauen wir das an und nehmen da sehr viel auch mit aus diesem Wahlkampf, aus all diesen Terminen für mich. Und es erweitert wahnsinnig meinen Horizont, ja? Also was man alles sieht und mitbekommt und miterlebt. Das Ganze drumherum ist unglaublich spannend und sehr interessant. Und das mit an der Seite meines Mannes zu sein, das stärkt ihn auch. Ich glaube, unterstützt ihn auch. Ja. Und das ist ja auch manchmal wichtig, einfach nur da zu sein, ja, oder ihn anzugucken. Ja. Jetzt ist es ja so, beide Kandidaten schätzen sich ja auch. Ja. Und man muss auch sagen, die Medien verteilen das ganz gut. Also mal kommt eine schöne Geschichte über Herrn Reiter, mal kommt eine Geschichte über Seppi Schmidt. Und also es ist wirklich, es ist eng. Ja? Mhm. Und 20%, wenn ich richtig gelesen habe, der Wähler sind unentschieden. Ja. Wie glauben Sie, ist da Ihre Rolle jetzt? Ich meine, man könnte ja auch werbeslogemäßig sagen, Schmidteinander. Ja? Die Frau an seiner Seite ist ja dann auch wichtig, sollte er gewinnen. Weil sie ja dann wirklich die Gattin des Oberbürgermeisters von München sind. Das ist ja dann auch quasi eine Karriere, die man mitstehen muss. Ja, also die man mit begleiten muss, würde ich mal sagen. Ja. Und das finde ich auch ganz schön. Ich glaube, dass ich vielleicht mit meiner Person meinem Mann ein bisschen ein runderes Bild gebe. Ja? Und dass vielleicht die Leute auch wissen, wie lebt denn der daheim oder wie schauen das bei denen, wie ist das bei denen so? Nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, das so sehe ich jetzt meinen Anteil da.
Sie haben ja auch, haben Sie es bewusst gemacht, dass Sie nicht mit auf dem Wahlplakat gegangen sind? Ich meine, so vom Äußerlichen hätte sich das, glaube ich, sehr gut getan. Ja, aber ich glaube, es passiert schon genug. Also ich bin ja oft mit dabei und mache so also auch viele andere Sachen im Hintergrund und Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist schon okay so. Jetzt müssen wir ja natürlich auch mal drüber reden. Einer von beiden wird es werden. Was wäre denn, wenn es nicht wird? Ich meine, was bedeutet das dann für Sie, für Seppi Schmidt? Das ist das erste Mal. Also, Niederlage dann, ja? Ja. Ich glaube, das wäre jetzt falsch zu sagen, dass uns das gar nichts ausmacht. Natürlich wäre eine große Enttäuschung da, sicherlich. Also, gerade mein Mann kämpft ja dafür und setzt sich ein und ist mit so viel Herzblut einfach auch an der Sache dran. Sicherlich wäre das eine Enttäuschung. Das ist, glaube ich, auch menschlich. Auf der anderen Seite ist es... geht das Leben weiter. Wir bleiben weiter zusammen. Das ist das Wichtigste, was zählt, ja? Dass wir als Familie weiter zusammenstehen. Und es gibt da mit Sicherheit das nächste Ziel und die nächste Aufgabe, die dann ins Haus stehen wird und wartet und die mit Sicherheit auch spannend ist. Insofern, ja, das ist jetzt erstmal unser Ziel und darauf arbeiten wir hin und dann schauen wir, was passiert danach. Ja, genau. Sie, muss man einfach mal sagen, Sie selbst, Sie sind ja so jemand, der zwar im Hintergrund ist, aber trotzdem schon auch Qualitäten hat für den Vordergrund. Ja? Wie wirkt sich denn das Ganze aus, wenn es denn wird? Das kann ja auch sein, ja? Oder es ist ja wie gesagt eng. Was ist dann los? Ich meine, dann hat er natürlich auf einen Schlag wahrscheinlich 5000 Freunde mehr. Die Blumen kommen, die Briefe kommen und ja, es ist ja dann immer ein ist ja schon fast dann wie Champions League. Ja? Dann gehen viele Türen auf. Naja, aber es ist auch schon eine Herausforderung. Also es ist ja nicht nur so, dass man dann von allen geliebt wird und man in den Himmel gehoben wird. Also es ist natürlich auch eine große Aufgabe, die dann dort wartet, ja, die dann auch nicht leicht sein wird. Aber ich weiß, er freut sich da drauf und er hat auch jetzt schon gesagt, also die ersten 100 Tage wird er erstmal sich hinsetzen und mal gründlich analysieren, wo es hakt und da durchgehen. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste, wäre das Wichtigste für den Anfang. Aber dann reden wir wahrscheinlich auch über 70-Stunden-Wochen oder mehr. Ja. Das heißt, auch hier wird dann auch mal so eine Beziehung manchmal auch leiden, weil... Der Papa ist dann viel unterwegs. Ja, wobei ich immer sage, das war bei uns nie anders. Also schon zum Anfang unserer Beziehung, wenn wir uns kennengelernt haben, also kennen tun wir uns schon ganz, ganz lange, aber zusammengekommen sind wir 98 und damals war man gerade noch im Studium oder so in den Endzügen des Studiums und hat aber nebenbei schon ein bisschen gearbeitet und sich dann auch wieder in neue Themen eingearbeitet, dann noch einen Fachanwalt gemacht und so weiter. Er war nie viel da oder groß viel Zeit hatten wir nie miteinander. Wir hatten immer wenig Zeit, aber die haben wir dann auch gut genutzt. Ja? Und dann ging das ja los. Also unsere Familie haben wir dann gegründet, da war er ja schon Stadtrat und auch schon immer sehr engagiert, also für alles. Und viele Abende hatten wir nie unter der Woche miteinander. Von daher bin ich das gewöhnt. Vielleicht jetzt blöd gesagt, gell? Aber es war nie anders. Also ich habe ihn nie anders gekannt. Und es wäre komisch wahrscheinlich für mich, wenn ich jetzt einen Mann hätte, der jeden Tag um 6 nach Hause kommen würde und dann Freizeit hätte. Oder noch schlimmer, um 5. Das wäre vielleicht mal eine Zeit lang ganz schön. Das stellt man sich eigentlich sehr, sehr schön vor. Aber ich habe ja auch meine Sachen, die ich mache. Ja? Und, Sie haben ja unglaublich viele Hobbys. Also was ich da gelesen habe, wie kriegen Sie das auf die Reihe? Also das ist ja Ballett zum Beispiel. Ja. Also ich hoffe, es passiert ja nicht jeden Tag und ständig. Ballett ist ein großes Hobby von mir. Also ich tanze Ballett, seit ich 3 Jahre alt bin. Früher im Kinderballett, auch beim Fasching auch immer ganz viel unterwegs. Dann in der Showtanzgruppe, so als Jugendliche. Und mache das aber nach wie vor. Also einmal die Woche, Freitag, spät Nachmittag, ist eine Stunde Ballett angesagt. In so einer Erwachsenenschule. Und macht mir unglaublich viel Spaß. Dann schätzen Sie wahrscheinlich auch das Bayerische Staatsballett. Ja, das sehr. Das ist wirklich klasse. Toll, das ist ein großer Genuss auch jedes Mal, wenn ich die Zeit habe, in die Oper zu gehen, ins Nationaltheater, um mir ein Ballett anzuschauen. Toll. Die Vorhersagen sind ja für die CSU, was den Stadtrat betrifft, sehr, sehr gut. Ja.
das könnte jetzt viele Konstellationen geben. Also ich sage jetzt mal, könnte ja durchaus sein, dass der zweite Bürgermeister von der CSU kommt, von München. Wäre das auch eine Option, wo Ihr Mann sagt, das mache ich dann auch, sollte er nicht gewinnen? Oh Gott, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Keine Ahnung, darüber haben wir jetzt noch nie gesprochen. Mhm. Aber möglich ist alles. Möglich ist alles. Also Konstellation, Schwarz-Grün, es ist alles da. Ja. Auch die FDP mischt noch mit. Ich finde, Dr. Matta macht das auch ganz gut. Das kann ja auch ein kleines Typ, Rädchen sein. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen reden über Ihre soziale Power-Geschichte. Sie sind ja auch zuständig oder Sie machen sehr viel für Palliativmedizin für Kinder. Das ist ja auch etwas ganz Wertvolles. Ja. Sehr. Also bin ich auch sehr dankbar, so schwierig dieses Thema ist, aber dass ich da so ein bisschen Einblick bekommen durfte. Ich bin Mitglied im Kuratorium des Kinderpalliativzentrums Großhadern, das jetzt dann entstehen wird. Und wenn man das hört, Kinderpalliativzentrum, Kinderpalliativstation, Kinder mit Krankheiten, die nicht heilbar sind, es ist erstmal eine schwere Kost, die man zu verdauen hat, gerade wenn man selber kleine Kinder hat. Andererseits erfährt man dann auch über die Wichtigkeit eines solchen Zentrums. Ja? Wenn man eine Palliativstation eines Krankenhauses hat, dort dürfen zum Beispiel zu diesen Kindern gar keine Geschwister kommen, um sie zu besuchen, keine Haustiere. Und für ein krankes Kind, das jetzt in einer Krisensituation nicht zu Hause betreut werden kann, sondern nur auf einer Palliativstation oder eben in so einem Zentrum, ist es unglaublich wichtig, auch für das Wohlbefinden des Kindes, von den Freunden besucht werden zu können, das eigene Haustier zu Besuch zu haben, sich in einer Umgebung wohlzufühlen, die der eigenen Umgebung ähnlich ist und nicht in einem Krankenhaus oder sowas. Solche Themen würde man gar nicht mitbekommen, wenn man sich nicht dafür interessiert oder keinen Fall im Freundeskreis hat, der sowas abzeichnet. Also wichtig finde ich, sich dafür zu engagieren und wichtig auch sowas zu errichten und sowas zu haben, auch in dieser großen Stadt. Denn solche Themen gibt es auch bei uns leider. Und das sind Dinge, die kommen ja im eigenen Herzen dann an. Mhm. Das ist schon etwas. Also manchmal schon hart. Es gibt auch dann Filme dazu oder eigene Fälle, die man sieht und es tut schon weh. Mhm. Ja, das ist. Und sprechen Sie da auch mit den Eltern dann? Geht ja auf die Eltern auch zu, weil es ist ja, glaube ich, das Schlimmste, wenn also jetzt eine junge Mutter dann sieht, es ist alles austherapiert, man kann einfach nur noch warten. Ja, auch mit den Eltern. Also das ist manchmal erstaunlich, wie rational manche Eltern das auch sehen müssen, stark sein müssen für ihr Kind. Wie viel die gekämpft haben schon für ihr Kind, um es dem Kind zu ermöglichen, diese Krankheit gut möglichst zu ertragen. Also das ist immer wieder eine große Herausforderung dann auch, oder erstmal eine Hemmung, da so jemandem zu begegnen. Ja. Aber man merkt einfach, wie dankbar auch Leute sind, wenn ihnen Gehör verschafft wird, zugehört wird alleine. Ja. Einfach zuhören. Einfach zuhören oder die Anliegen dann auch verstanden wissen. Die Menschen, ja. Mhm. Das war dann wiederum wunderschön, wenn man sieht, man kann auch helfen mit solchen Gesten, mit solchen kleinen Gesten einfach nur. Mhm. Lassen Sie uns noch mal springen und mal die Frage näher anschauen. Wer hat denn jetzt von wem, sagen wir mal, diese farbenfrohe Wahlkampagne abgeguckt? Weil es ist ja schon spannend. Also die schauen ja alle gleich aus, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Wir sind schon noch ein bisschen kräftiger in unseren Farben. Ja, aber wieso auf die Schnelle denkt man, wer ist das jetzt? Ist es Reiter oder ist es Schmidt? Ich muss ich ganz ehrlich zugeben, die SPD war, glaube ich, 3 oder 4 Tage früher mit ihren farbenfrohen Plakaten draußen. Und ich habe die ersten gesehen und gedacht, oh Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. Man macht sich ja sehr lange Gedanken darüber, wie man es macht, wie so ein Plakat ausschauen soll. Waren Sie da auch mit dabei? Haben Sie einige Meetings miterlebt? Ja. Aber die CSU ist ganz klitzeklein nur drauf. Finden Sie? Ja, finde ich schon.
So klein ist sie doch nicht, oder? Die kommt schon vor. Aber für uns standen jetzt einfach die Themen für die Stadt im Vordergrund. Ja. Die CSU darf da schon ruhig auch drauf sein. Mhm. Also die ist da schon auch zu sehen. Dass das jetzt so klein ist, ja, das ist so eine Proportion des Plakats. Was so viele denken, also... Wie ist es jetzt richtig? Ist es der Seppi oder ist es der Josef Schmidt? Wie sagen Sie denn zu ihm? Sagen Sie zu ihm Seppi oder wahrscheinlich sagen Sie Josef, oder? Ich sage Spatzel. Spatzel, okay. Aber das kann man nicht aufs Wahlplakat draufschreiben. Das ist das Spatzel Schmidt. Für mich ist es der Seppi. Ich habe ihn so kennengelernt und kenne ihn ja schon seit ich 13 bin. Wir waren auf der gleichen Schule. Also richtig Sandkastenliebe. Ja, damals war es noch keine Liebe. Also keine Liebe. Er war 18 und ich war 13. Da hat er sich noch nicht so interessiert für mich. Aber für mich ist es der Seppi. Das war einfach damals so. Man kannte ihn unter dem Namen und ja, sein Vater war auch ein Josef und das war der Sepp. Also war er der Sohn, war das der Seppi. Aber er selber, glaube ich, mag lieber Josef. Ja, ja, schon. Also muss ich dann irgendwann mal auch lösen von diesen Namen. Wobei, kein Problem mit beiden. Also, aber Josef Schmidt ist einfach sein Name. Insofern ist schon okay. Den Namen, der ist ja Tatsache. Ja? Den kann man nicht anders darstellen. Sie selbst sind eine fleißige Dame, junge Dame. Sie sind in der Kosmetikbranche bei einem weltberühmten Unternehmen, das sagen wir jetzt nicht, jeder kann sich's denken. Aber Sie waren ja auch mal beim Gerhard Mayer, da haben Sie die Rezeption gemacht. Ja. Genau. Das muss man ja erst einmal aushalten, oder? Oh ja. Mit seinem Temperament und wenn er die Köpfe der Damen hin und her schmeißt. Also das war damals, ich bin da wie die Jungfrau zum Kinde gekommen zu diesem Job. Das hat da jemand gesucht für die Rezeption und ich fand das ganz spannend. Und ich habe gerade meine Ausbildung zur Handelsfachwirtin damals abgeschlossen gehabt und wollte irgendwas Spannendes tun und dann kam das so. Ja? Und ich fand das erstmal unglaublich aufregend, für ihn zu arbeiten an der Rezeption. Es war unglaublich hektisch immer, weil wahnsinnig viele, viele Kundinnen am Tag da so durch geschleust wurden auch zum Teil. Ja. Also es war einfach eine Riesenhektik. Und ihn als Chef zu erleben, das hätte ich mir erst mal ganz anders vorgestellt. Also ich kannte ihn ja nur aus der Zeitung damals und als den großen Gerhard Mayer, der vielen berühmten Frauen die Haare schneidet. Und da habe ich mir gedacht, das ist bestimmt, ob der überhaupt was arbeitet und bestimmt ganz abgehoben und das ist er aber nicht. Ein Arbeitstier. Ein Wahnsinnsarbeitstier, also ein Pensum am Tag, das der da hingelegt hat, für alle wirklich ein Vorbild. Das ist unglaublich und der hat einen Ehrgeiz und einen Arbeitseifer, das ist der Wahnsinn. Und ich hatte aber auch noch nie damals so einen verständnisvollen Chef, der auch immer zu einem stand, wenn es mal ein Problem gab, der immer hinter einem stand. Der einem immer geholfen hat, wenn man mal gerade ein Problem hatte. Also nicht nur gegenüber mir, sondern allen anderen Angestellten auch. Und er ist ein wahnsinnig herzlicher Mensch, der unglaublich viel bewegt hat. Ja. Und das fand ich toll, auch für so jemanden zu arbeiten. Und man lernt ja auch viel mit Menschen umzugehen und viele Menschen kennenzulernen. Ja. Wie wichtig ist in Ihrem Leben so die Kommunikation zu den Menschen? Ich meine, das ergibt sich ja schon aus Ihren sozialen Tätigkeiten, aber ich glaube, das ist heute ein Must-Have. Also man muss einfach gut kommunizieren in dieser Welt. Ja? Definitiv, definitiv. Also sehr wichtig. Ich habe damals, ich war knapp 2 Jahre bei ihm, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ja. Auch persönliche Defizite damals zu beheben. Ja? Also man wurde damals ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Ja? Also ich kannte mich ja nicht so aus mit dem, was man da so zu tun hat an der Rezeption und mit den Leuten dort und was da alles zu tun war. Ich musste einfach loslegen. Ja? Ich musste mit den Leuten reden und musste dies organisieren und jenes organisieren. Und da habe ich gar nicht viel drüber nachdenken. Ja. Dürfen und war am Anfang schon ein bisschen schüchtern und zurückhaltend und habe mich wenig getraut und zum Schluss aber eine unglaubliche Lernkurve meines Erachtens hingelegt und das kommt mir heute immer noch zugute. Ja, ziehe ich sehr viel draus. Frau Schmidt, wir sind am Ende der Sendung. Das war sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Eines hat Ihr Mann schon gewonnen, Sie. Herzlichen Dank und toi toi toi. Und liebe Zuschauer,
wer es auch immer wird, unser neuer Oberbürgermeister. Er spricht bayerisch, er ist sympathisch, denn sympathisch sind Sie beide. Und wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Bis dahin. Und vor allen Dingen, wählen Sie gut am 16. März. Einen schönen Tag. Gute Unterhaltung bei Löschen präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.